Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Mad Mike von den Dropioten. Heute wieder ohne Webcam, damit wir das Ganze hier ein bisschen besser sehen können. Außerdem werden wir schon meine Fresse sehen. Wenn ihr sie trotzdem sehen wollt, einfach mal kurz in die Comments schreiben: Hey, wir wollen deine Fresse sehen. Dann mache ich es zukünftig auch wieder mit der Webcam. Wir haben ja jetzt schon einige Decks auf der rechten Seite. Wir haben einen Priester, wir haben einen Schamanen, einen Custom Warlock, der noch nicht ganz fertig ist, einen Hexenmeister-Übergang, der ganz nett ist, den ich schon gemacht habe, und ein neuestes Tierchen in dem Stall. Who let the dogs out? Mein Hunter-Deck. Das gucken wir uns einfach mal kurz an. Das Hunter-Deck ist relativ cool, aus einer einfachen Richtung. Man muss eigentlich nur seinen Hunter erstmal ausbaldovern, sprich freischalten, ihn dann am besten auf die maximale Kartenstufe pushen. Das zeige ich euch gleich dann nochmal, wie das aussieht. Und dann habt ihr eigentlich auch schon alle Karten, die ihr braucht. Die ein oder andere Karte, die man so im Spielen bekommt oder durch Kartenkäufe oder dergleichen, kann man sicherlich auch noch eintragen. So sieht es folgendermaßen aus. Wir haben zweimal das Hunter's Mark. Ganz wichtig, um einen Minion auf einen Lebenspunkt zu setzen. Das ist ganz cool, wenn der Gegner zum Beispiel Tanks hat. Oder ganz große, starke Kreaturen oder schwache Kreaturen mit viel Hitpoints. Mein, ist ja selbsterklärend. Arkaner Schuss für 2 Schaden. Also wahlweise auf den gegnerischen Helden oder eben auch einfach mal auf eine Kreatur, die relativ schwach ist. Warum? Zeige ich euch gleich. Tracking ist relativ cool. Ne? Könnt eine Karte nehmen und eine andere dann abgeben. Richtig beschreiben soll man schon. 3 Karten zieht ihr, eine davon nehmt ihr, die anderen 2 fliegen halt raus. Explosive Trap, kann man drüber streiten, muss man nicht unbedingt drin haben, kann man auch mit anderen Karten machen, die besitze ich noch nicht, die ich gerne drin hätte. Da komme ich dann das nächste Mal zu. Ist aber trotzdem ganz cool, ist ein Secret, den setzt ihr auf euren Helden drauf. Und wenn ihr angegriffen werdet, kriegen alle feindlichen Kreaturen 2 Schaden. Ganz gut als Sweeper, das heißt so viel wie Aufräumen auf der gegnerischen Seite. 2 Raptoren, Kreaturen, Beast. Jetzt kommen wir nämlich langsam dazu. Wir haben nur nach Möglichkeit mit einigen ganz wenigen Ausnahmen Beasts drin. Das ist ein Who Let the Dogs Out Deck. Beast, immer noch 2er-Bereich, River Crocolist. Dann haben wir den verhungernden Buzzard oder Buzzard, in dem Fall Starring Buzzard. Der hat den großen Vorteil, ist auch eine 2er-Kreatur, also sehr günstig. 2-2 ist ein relativ guter Durchschnitt. Also man sieht schon, ne, es ist hier 3-2, hier ist es 2-3. Hier nur 2-2, also Stärke und Leben, als eine Fähigkeit hat. Nämlich die Fähigkeit, wenn wir ein Beast summonen, also auf die Karte rauslegen und dieser Buzzard ist draußen, kriegt er jedes Mal eine neue Karte. Da wir fast nur, ich gehe mal weiter runter, Beasts haben, auch hier Animal Companion, kriegen wir Karten, bis es, naja, bis es raucht. Summon a Random Beast Companion heißt so viel wie, es wird ein Beast beschworen, ein Random Beast. Es ist oftmals die gute Misha, das ist ein Tankbär, 4-4 für 3 Punkte, also für 3 Mana. Absoluter Steel-Deal. Deadly Shot, destroy a random enemy minion. Ihr werdet euch wundern, wie schön dieses Ding ist. Es ist nicht nur so, dass es random ist, sondern dass der Gegner manchmal auch nur eine Kreatur auf dem Deck, also auf dem Platz hat. Damit ist diese Kreatur natürlich hinüber. Habe ich schon oft genug so angewandt. Sehr, sehr cool. Iron Fur Grizzly, natürlich auch ein Beast. Wie gesagt, wir haben oben ja diesen kleinen Bonus gehabt. Ist ein guter Tankbär. Der hat 3-3 und kostet 3 Mana. Ist einer der günstigsten Tanks, die es gibt. Silver Patriarch mit ein bisschen mehr Leben, dafür sehr, sehr wenig Angriffskraft, kostet auch 3, ist auch ein Tank. Werdet ihr ab und zu brauchen, um euer Deck entsprechend vorzubereiten. Multishot, auch sehr schöner Schuss. Gerade mal 4 Mana, verteilt 3 Schaden auf 2 zufällige Minions. Wieder der Punkt, der Gegner hat, wenn er nicht unbedingt ein Rush-Deck hat, so meistens relativ wenig Kreaturen draußen, gerade in der Mana-Gegend. Das heißt, ein schöner Aufräumer. Der Houndmaster, 2-mal, ganz wichtig. 2-2 und Taunt auf eine freundliche Beast-Kreatur. Und wir haben ja Who Let the Dogs Out? Das heißt, ihr könnt es euch raussuchen. Das Tundra Rhino oder Rhino ist auch 2-mal mit drin und gibt allen unseren Beasts noch dazu Charge. Das heißt, sobald es in diese 5er-Region gibt und ihr habt genügend Kreaturen noch auf dem Platz, ruhig mal setzen. Ist richtig geil, wenn alle Kreaturen plötzlich angreifen können. Lord of the Arena ist, sag ich mal, eine ziemlich hohe Karte, klar. Ist wichtig als Tank und hat dementsprechend die Möglichkeit, euch noch zu schützen, während ihr eure anderen Kreaturen wieder drauf packt aufs Deck. Nicht aufs Deck, auf dem Platz. Der Corehound, selbsterklärend, starke Kreatur, mittelmäßig gute Lebenspunkte, zusammen mit, wenn ihr Glück habt, einer 2-2er. Ne? Dann haben wir eine 11-7er mit Taunt-Fähigkeit. Netter Steel-Deal. Und dann haben wir noch King Crush. Das ist meine persönliche Lieblingskarte der Zeit. Hat nicht jeder, ist mir durchaus klar. Könnt auch gerne einen zweiten Corehound für reinhauen oder was anderes. Der hier ist wirklich der absolute Vernichter, wenn alles möglich schon draußen ist und man denkt, man hat verloren. Vor allem, weil er Charge hat. Da kommen nochmal 8 Punkte Charge auf den Gegner zu. Richtig cool.
So, das Ganze jetzt mal ganz kurz im Spiel angucken. Machen wir mal direkt. Gucken wir uns das mal gegen einen Spieler an, wie ich mich schlage. Das heißt nicht, dass ich jetzt gewinne. Es ist einfach nur, um das Deck mal anzugucken. So, ihr seht, Ausrufezeichen, ich habe 18 von 20 Basiskarten. Das war was, was ich vorhin meinte. Spielt ihn ruhig, ganz normal in Practice, bis auf Level 10 hoch, damit ihr alle Karten habt. Dann könnt ihr das, was ihr gerade gesehen habt, schon fast perfekt umsetzen. Außerdem bin ich mittlerweile auf der Platinum Medal mit dem ersten Stern. Das heißt, ihr seht, ich habe mittlerweile gut Erfahrung gesammelt. Und gucken jetzt mal, wie ich mich schlage. Hey, neues Kindergrundlied, das kenne ich noch nicht. Ja, ja, das gute Warten. In der Zwischenzeit gibt es ja wieder ein paar Ankündigungen auf der BlizzCon. Auch da wird bestimmt ein bisschen was zu Hearthstone noch erzählt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze im Auge zu behalten. Ja, das Suchen dauert heute ein bisschen länger. Könnte auch daran liegen, dass WoW wieder relativ gut gespielt wird. Und dementsprechend dauert's. Und jetzt ruckelt's ein bisschen. Das heißt, wir finden gleich einen Gegner. Hat also ungefähr eine Minute gedauert. Da sind wir auch schon. Ein würdiger Gegner. Hervorragend. So, gegen Magier. Versus Jaina. Da gibt es auch ein sehr, sehr geiles Deck. Das kann ich zum Beispiel noch überhaupt nicht nutzen. Weil mir da etliche Karten verfehlen. So, ihr seht schon, 5er, 4er, 3er, 3er. Es ist sehr, sehr schön. 5er haue ich raus, weil es zu hoch ist. 4er lasse ich drin. Und hoffe mal, dass ich vielleicht noch... King Crush. Ist ein bisschen doof, die Karte für den Anfang, aber hey. So, das heißt, in der ersten Runde kann ich eigentlich nichts casten. Kommt direkt zum Tank raus. Ja, ist schon mal nicht so gut gelaufen. Aber nicht direkt von Anfang an aufgeben, sondern einfach mal diese hier zaubern und stacken und gucken, was haben wir denn zum Anfang. Hunter's Mark ist super. Nein, vielleicht. Hunter's Mark. And turn. Nochmal zu erklären. Das macht der Hunter's Mark. Okay, es könnte ein Murloc Rush Deck sein. Und dafür, naja, grüßen ist mir jetzt gerade zuwider, mach ich nicht. Das war übrigens nicht so gedacht. Meinst du, ja? Wahrscheinlich schon, weil ich habe gerade einen falschen Klick gemacht. Ich wollte eigentlich den Coin casten und einen Tank rausholen. Aber, ja. Okay, es spielt auch mit Spellpower erhöhen, das heißt die Feuerbälle bzw. die entsprechenden Feuerbälle, die sie hier noch auf der Karte haben wird, werden mich wahrscheinlich auseinanderfrickeln. So, jetzt geht's langsam los. Tank mal auf den Weg geräumt. Mana-Kristall gecastet. Tank aus. Verstanden? Gut, dann mal weiter. Jetzt haben wir schon 4 Mana auf der gegnerischen Seite, jetzt wird's mich schon langsam ein bisschen kribbeliger. Wenn, ja, baut also ziemlich viele, ihr seht's, da baut viele Gegner auf, alle mit relativ wenig Leben. Dann fängt es weg und greift mich wieder an, das ist ein Rush-Deck auf jeden Fall. Kein Problem, wir haben ja noch so ein bisschen was auf der Hand. Dann nur 2 raus und einfach mal einen ganz kleinen Moment überlegen. Ja, es lohnt sich nicht. Erstmal aushalten. Wir werden, wenn wir gewinnen, mit sehr wenig Leben gewinnen gegen Magier. Magier macht sehr viel schnellen Schaden, wie ihr seht. Gerade wenn dann die Spells nachher rauskommen. Aua, 7-7. Da weiß ich genau, was wir gleich machen. Wenn der Tank überleben sollte, was er nicht tut. Genau, geopfert. Dann nochmal 2 Schaden raus. Sehr schön, spielt gut, muss man dazu sagen. Jetzt ist cool. Erstmal hast du noch ein Leben. So, das ist schon mal ganz gut gewesen. Dann Misha. Wenn wir Glück haben. Na, ist ein Schwein. Hat aber Charge. Ich opfer's direkt, weil 7 Schadenspunkte sind zu viel. Nochmal 2 Schadenspunkte. Danke. Thanks. Auf die gute Dame. Ich bin immer noch im Arsch, weil ich habe immer noch nichts draußen, was mich vor diesen blöden kleinen Drecksviechern schützt. Aber, ihr seht, man kann sie gut wehren. Ah, ich hasse sie. 2 Taunts. 8-8er. Es kommt natürlich auch immer drauf an, wie man die Karten zieht. Ihr habt es ja gesehen, ne? Mein Crush hier, der hilft mir jetzt nicht wirklich. So, den direkt raus. Und Taunter dazu. So, das Ding hier hat Other Friendly Minions have plus 1 Attack. Ich habe einen Tank mit 2-4 dementsprechend. Der wird gleich draufgehen durch ihn hier. Aber ich brauche noch ein bisschen, um ein bisschen zu verteidigen. Ich kann auch nichts anderes machen. Also momentan, ich habe meine Spells noch nicht einen einzigen gezogen, der mir wirklich was bringt. Ja, shit. So, Arcan Blast direkt verblasen. Kommt noch einer?
Don't mess with Tusker. Jetzt wird es lange Zeit, dass meine Spells rauskommen, sonst habe ich echt ein Problem an der Stelle. Ist deshalb immer noch eine Episode hinten dran. Möchte ich hier schon mal sagen. Ja, ich bin im Arsch. Well played. Ja, ist ja gut. Von wegen well played. Ich habe einfach nur falsche Karten auf Land gehabt. Da, I'm sorry. Wieso? Ist alles in Ordnung? The gates are open. Ist doch alles in Ordnung. Job done. Jetzt kommt der Feuerball von ihr, mit Sicherheit, nämlich platt. Deswegen, gegen Magier ist der Hunter auf der Stufe auch vollkommen okay, je nachdem, welche Karten halt gezogen werden. Er holt jetzt einen Tank von mir. Und tschüss. Macht nichts. Man muss auch verlieren können, daraus lernen, dass er nicht perfekt ist. Man kriegt ja trotzdem ganz gut, ihr seht es ja. Er war deutlich stufentechnisch viel höher als ich im Ranking. Deswegen habe ich gerade so viel XP bekommen. Und wir setzen definitiv gleich noch ein bisschen dran. Ich hoffe, dass es nicht wieder ein Magier wird. Das wäre ganz gut. Vielleicht mal sowas wie ein Hexenmeister oder so. Das ist immer ganz, ganz cool eigentlich. Priester ist auch eine ganz harte Nuss, je nachdem, wie es im Ranking sind. Und ich habe jetzt auch ungefähr eine Woche nicht gespielt. Aus wiederum Umständen. Dementsprechend muss ich natürlich gucken, dass ich ein bisschen nachziehe. Bei Kartenspielen ist es immer relativ typisch. Wer gute Karten hat, kann sich auch gute Decks zusammenstellen. Das heißt nicht, dass man deswegen gewinnt. Aber die Chancen erhöht es auf jeden Fall. So. Übrigens kommt immer Worthy, also würdiger Gegner. Rexa Hexenmeister, dann hast du. Das heißt nicht, dass wir gewinnen. Immer dran denken. Fängt schon wieder mit einer viel zu hohen Karte an. Ihr müsst bedenken, ich habe ganz, ganz wenige hohe Karten. Wenn ich dann mit der 6er anfange, ist es echt zu kotzen. Aber Multishot hätte mir vorhin ganz schön helfen können. Leider nicht gezogen. Und einen Deadshot habe ich diesmal auch. Und zwei Anfangskreaturen. Hey, gar nicht schlecht. Mit ein bisschen Glück. Jawohl, haben wir den Gem auch wieder. The Coin. Die Münze. Und jetzt gucken wir mal, was Gul'dan macht. Gul'dan hat einen Mana. Und ist wieder jemand, der ein bisschen länger braucht. Das heißt, tschüss. Ein bisschen rumspielen hier. Do I have to? Ah ja. Übrigens, Hexenmeister ist auch ein sehr, sehr schönes Deck. Im Übrigen, du bist fertig. Du kannst jetzt klicken, dass du fertig bist. Hallo. Aufwachen. Hässliche Ork-Fresse. Wobei, ich bin ein halb Oger, halb Ork. Egal. Hallo. Könnt ihr mal... Ich hasse sowas. Übrigens, jemand, der ein Mana hat... Eine Kreatur gehastet und dann noch rumsitzt, nichts tut. Hello. Warte mal. I will hunt you down. Aber ein bisschen. Almost out of time. Ja, toll. Muss jetzt erstmal warten, bis hier die Zündschnur abläuft. Muss ja gerade zur Mama oder muss aufs Klo oder was ist los? Nein. Sorry. Also. Okay, also entschuldigt, alles klar. Alles gut. Job done. So, Dylan. 3-2er daraus. Mal gucken, was jetzt kommt. Als nächstes nehmen wir entweder den nächsten 3-2er raus, logischerweise. Oder aber, was die Karten so ziehen. In der Zwischenzeit, während er überlegt. Das scheint mir fast, als wenn das ein Anfangsdeck ist. 2-4 ist natürlich ein sehr, sehr schönes Ding. Ja, sehr schön. Kann ich nur nicht casten, das ist das Einzige, was mich stört. Also, zweite Karte raus, die wird eine wird nicht sterben. Direkt erstmal Schaden auf den Hexenmeister. Denn die 2-4er hat zu viel Leben. Das heißt, einen würde er mitnehmen, wenn er schlau ist. Und sogar beide mit, alles klar. Okay, das ist Verschwendung. Das ist definitiv, was er da macht, Verschwendung. Das ist schlecht gespielt. Absolute Verschwendung von Spells, hier hält man sich zurück. Gleich als Tipp gegeben, wenn ihr jemals einen Hexenmeister spielt, das war gerade nicht gut, was er gemacht hat. Job done. Es sei denn natürlich, ich irre mich und er hat ganz, ganz viele coole Karten auf der Hand, die ich nicht kenne und macht mich damit nachher her platt. Das ist hier meine. So. Wir gucken einfach mal. Ja, zieht immer eine Karte. Das ist das Schöne beim Hexenmeister. Macht Schaden auf meinen Tank. Hat noch zwei Mana und... Kommt noch was? Nein, kommt nichts mehr. Okay. So. Oh. Ne, zurück. Geht nicht mehr? Doch, geht. Zweiten Tank raus. Hat schon einen Grund. Er weiß jetzt zwar, dass ich einen drauf in der Hand habe, ist aber nicht schlimm. Grund ist, das Ding hat ja schon Taunt. Warum soll ich einen Houndmaster rausholen, wenn er mir Taunt auf ein freundliches Biest gibt?
I've got a huge gun. Also, das ist sehr cool, dass ich einen zweiten Tank da habe. So, jetzt wird's lustig. Der wird mit einem Multischuss mal direkt zwei aus dem Weg geräumt und wir haben immer noch unseren kleinen Gegner hier. Geben wir nochmal einen Schadenspunkt. Mein Tank hält ja noch eine Runde aus. Aber das ist schon in Ordnung. Wir kriegen ja neue Karten. Ich hab leider schon erstmal Karten gezaubert. Oh, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Das rettet eine Karte. Der Alarmrobot. Der soll ziemlich cool sein. Ah, das ist ein Bug im Übrigen hier, dass die Karte noch da ist. Das ist ein Bug. Kurz mal lesen. At the start of your turn, swap this minion with a random one in your hand. Das ist cool. Ja, nicht schlecht. So, Tank. The gates are open. Zack. Dankeschön. So, er tauscht uns aus, random auf der Hand. Ja, das, was wir gerade runtergehauen hatten. Hätte schlimmer sein können. Aber Alarmobot ist echt cool. Überlegt euch, wir haben King Crush und Alarmobot. Das ist doch eine nette Idee. Oder einen anderen Legendary, der normalerweise 9 Mana kostet, man erst 6 hat, also 3 oder was auch immer. Das ist richtig, das Alarmobot ist richtig praktisch. Okay, jetzt wird's böse. Wir haben aber 2 Deadly Shots, das heißt, die werden wir auch gleich benutzen. Okay, Standard-Deck, wie es aussieht. Das ist vollkommen okay. Ah, der King kommt gerade richtig. Erste Mal nicht weg. Zweite Mal nicht weg. Und jetzt hat er noch eine Karte. Er muss sich jetzt quasi wehtun, um langsam sich... Dankeschön. Um sich wehren zu können. Den hätte er gerne am Anfang gehabt, das weiß ich jetzt schon. Jetzt schon wieder der Alarmobot. Nice. Sehr schön. Gespielt. Was krieg ich? Ah, sehr gut. Die kommt gerade richtig. So, was kriegen wir? Jawohl, super. Jetzt können wir Taunt draufpacken. Und haben ein bisschen Verteidigung. Na? Aber es ist ein schönes Spiel momentan. 28 zu 21 und wir sind relativ gleich aufgestellt. Also er ist kein Noob, kein Kompletter. Relatives Standard-Deck, was er hat bis jetzt, bis auf den Alarmobot, den ich auch gern hätte. Der ist halt rare. Gif. Nein, er braucht Karten. Ne, denkt dran, der kommt noch. Aber nicht gleich. Obwohl er hat Charge, kommt auch an, was ich hier gleich noch stehen habe. 4-6 ist natürlich übel, ne? Das ist klar, dass er das macht. Opfert quasi seine kleine Succubus, würde ich nicht anders machen, weil ich brauche den Tank. So, Alarmobot. Ja, entweder greift jetzt an. Genau. Okay, guter Zug. Eins genau, well played. Well played. So, King Crush jetzt oder King Crush nachher? Er hat eine 6-6er draußen. Ich mach's so. Tschüss. Jetzt kann er zwar meinen Tank wegmachen mit der Karte, aber er hat nur noch 2 momentan. Er müsste sich also wieder wehtun. Je weiter er der Hexenmeister sich runtersaugt, desto anfälliger wird er nachher. Wenn ich also King Crush nachher raushole, hat er Charge. Ich muss ihn also eigentlich nur auf 8 runterkriegen. Hellfire, alle Karten. Alle. Das ist irgendwie Verzweiflung. So, mein Freund. Jetzt ist die Frage: Multischuss? Ja, klar, natürlich Multischuss. Job done. Ja, ihr seht schon, ne? Ich hab's schon drauf. Ich bin so cool. Ha. Nein, Quark. Also es ist echt eine Glücksgeschichte, je nachdem wer welche Karten drauf bekommt. Ein bisschen taktisches Spiel gehört dazu. Er klaut sich noch 2 Leben von mir. Guter Zug. Holt sich auf jeden Fall nochmal eine Karte raus. Macht... Ne? Okay, nützt dir nicht viel. Ist Verzweiflung. Ah, das ist ja sauber. Also erstmal einen kleinen Süßen hier. So. Und nächste Runde ist er tot. Ist ganz egal, was er spielt. Nächste Runde ist er tot. Weil hier kommt noch raus. Er, jetzt ist, er macht's. Er muss es machen. Es ist das Einzige, was er machen kann. Und dann gibt er jetzt auf. Okay, er klaut noch 4 Leben von meiner Kreatur. Ja, okay. Alles klar. Ich hab nochmal ein Animal Companion bekommen. Alles gut. Ihr seht also, zack. Jetzt haben wir mal eine Karte voll. Nochmal 10 Gold bekommen.
und Kill Command. Das sind im Übrigen die Karten, die jetzt noch mit rein müssen. So. Kill Command ist eine der mächtigsten Karten, die es auch im Hunter-Deck gibt. Im Standard-Deck. Und die werde ich jetzt noch mit einbauen. Muss nur gucken, welche Karte ich dafür rauswerfe. Denn Kill Command... Moment, haben wir's? Da, Kill Command. 3 Schaden, if you have a beast, deal 5 damage instead. Es muss drin sein. Die Sache ist die, dafür müssen andere raus. Und zwar Explosive Trap auf jeden Fall raus, für einen Kill Command. Die andere Frage ist, was noch rausfliegt. Eigentlich gehört King Crush nicht in dieses Deck rein. So, den Core Horn nehme ich aber relativ selten. Deswegen kommt der King Crush drin und nehme den Kill Command mit rein und haben somit das neue Deck drin. Wenn ihr am Anfang geguckt habt, ganz genau, dann wisst ihr jetzt ganz genau, was drin sein sollte. Damit ist das Deck oder the Dogs Out fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht soweit und wir sehen uns demnächst wieder. Im Übrigen habe ich wieder 5 neue Karten beim Magi, wie ich gerade sehe. Vielleicht bei euch demnächst mal ein Magedeck. Bis dahin, Mad Mike.